I've been here for 4.5 years. I'm here in my fifth year. When we finished this semester, I would have finished 5 years. 8 months and going strong on the learning trajectory in the school. I have been at the school for almost 17 years. What words come into your mind when you think of GIS? GIS? Wow. Open-minded, friendly people. Different. When I think of GIS, I think of the fantastic journey the school has made in recent years. Many, many colorful, vibrant children coming from all over the place. I think of past and present principals and board members who all contributed massively to the success of the school. It makes you proud to be part of GIS. I think our approach is to teaching and learning. I'm happy to be in a position to help the school grow into the future together with everyone who's working here and who is learning here. The kids here are much more switched on with their learning. Happy birthday, GIS! Guten Abend, liebe sehr geehrte Geburtstagsgäste der German International School in Sydney. Ich sende Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zum 30-jährigen Jubiläum der Schule. Hello, dear distinguished guests, dear GIS community. Congratulations to your 30-year anniversary. Unsere Schule war in angemieteten Containerbauten im Stadtteil Reit untergebracht. Wir hatten nur ungefähr 150 Schüler. In einem Jahr hatten wir keinen Schüler in der Jahrgangsstufe 9 und nur 4 Schüler in der Jahrgangsstufe 10. Um unsere Schüler auch in der Sekundarstufe 1 zu halten, war die Einrichtung einer Oberstufe dringend notwendig. Wir bewarben uns um das internationale IB-Diploma und bekamen bald die Anerkennung. Nun fehlten aber die Räume für diese Klassen und wir kauften auf der anderen Straßenseite ein Wohnhaus, welches wir in Eigenarbeit in ein kleines Schulgebäude umgebaut haben. Die IB-Klassen wurden dort unterrichtet. Parallel dazu suchten wir nach einem Grundstück, auf dem ein Schulbau genehmigt werden würde. Wir wurden in Terry Hills fündig und kauften das Grundstück. Als weitere Maßnahme zur Sicherung der Existenz der Schule richteten wir auch einen englischen Zweig ein. Wir hofften mit diesen Maßnahmen irgendwann einmal die magische Zahl von 200 Schülern zu erreichen. Diese Sorgen sind nun längst Geschichte. Wie schön! Zwei wichtige Meilensteine während meiner Zeit war der Umzug der Schule von Reid nach Terry Hills. Als wir damals das Schuljahr 2008/2009 in diesem neuen Gebäude starten wollten, war alles noch nicht ganz fertig. Wir konnten nicht auf das Gelände. Wir standen mit 250 Schülerinnen und Schülern ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Räume, ohne Material da. Und alle, die damals schon dabei gewesen sind
und die Schule bis heute begleitet haben und sicherlich auch heute Abend bei der Geburtstagsfeier dabei sind, die können die Geschichten erzählen. A nice memory during my time was definitely when I had to run around in a costume doing Daredevils for a whole day. Actually, one of my new colleagues here at my new school researched me when I applied here and he found this person in a giraffe costume. And another nice thing when I left was when you gave me and presented me with this little flag. Es gibt nur einen Erhard Seifert. Really? Ich wünsche der Schule weiterhin eine so erfolgreiche Entwicklung und grüße euch alle aus dem schönen Hannover. Congratulations to the 30th birthday of the German International School in Sydney. Now raise your glass and let's drink to something very special and unique, the German International School Sydney. Cheers.